Maar uw vader had nog in elk geval nog broers en zussen. Warum taube Ohren? Wenn ich erkältet bin, dann kriege ich immer so komische, so einen Druck auf die Ohren. Das hört sich bei mir an, als wenn mir einer die Ohren zuhält aktuell. So. Halt. Nein, was mache ich denn da? Ach so, ja doch, ist richtig, aber ich wollte gucken, wie... Der Red ist der Neil Nessico. Nee. Immer noch nicht. Reparieren, der ist kaputt gegangen wahrscheinlich letztes Mal. Okay, dann wissen wir das schon mal. Gut, den gucken wir mal in den Bunker. Hier lang war das, ne? Ne, da lang. Hoffentlich fliegen wir da nicht wieder in die Luft und wenn nur einmal. Zweimal wäre kacke. Vielleicht ist da aber etwas Wertvolleres drin. Weil da halt Minen vor sind. Bitte nicht sofort. Bitte nicht sofort. Oder gar nicht, genau. Die muss ich wirklich in die Hand nehmen, die Brechstange? Das ist ja auch kacke. Okay. Oh, was haben wir denn da aufgenommen? Ein Ölfilter, brauchten wir den noch? Zufällig? Hier haben wir wieder zwei Kisten, das ist schön. Noch eine Lampe, nehmen wir natürlich auch mit. Oh, eine Glühbirne, sehr schön. Wir brauchen nur noch eine Glühbirne dann. Yes, baby! Jetzt haben wir endlich 8 Glühbirnen. Yes, yes, yes. Okay. Haben wir den Bunker auch. Hier ist nichts mehr. Wir müssen aber erst mal lebend wieder rauskommen, ne? Das hat sehr gut geklappt. Hervorragend. Ach so, warte mal, wir brauchen jetzt eigentlich nur noch Schrott. Den hole ich mir doch direkt mal. Fünf, glaube ich, ne? Aber ich nehme mir trotzdem mal 8 mit. Siehste. Oh, klingt nervig. Ich habe mir Schuhsport den Finger verstaucht. Basketball, eine extreme Sportart. Okay, Finger verstaucht tut manchmal mehr weh als brechen, ne? Tatsächlich. Ich hatte das mit den Ohren auch letztes Jahr schon und ich habe tatsächlich einmal verpennt morgens und konnte meinen Sohn nicht in den Kindergarten schicken. Ich habe das Klingeln nicht gehört, der Wecker. Der Weckers. Hallo? Ja, toll, jetzt ist er im Bett gegangen. Oh. Spitzmäßig. Ich habe ihr gerade Bier verkauft, ne? Ich wollte doch eigentlich leere Flaschen verkaufen. Wie bist du eigentlich auf deinen Namen gekommen?
Ich gehe mal davon aus Kofferturm, weil meinen anderen Namen habe ich ja nicht selber ausgesucht. Ich bin da drauf gekommen, mein Sohn, der ist Epileptiker. Und also er hat halt Epilepsie, er hat Anfälle. Warte mal, was ist hier los? Achso. Und ich war mit ihm früher, wo er noch unter einem Jahr war, war ich mit ihm oft im Krankenhaus gewesen. Und im Krankenhaus hat er dann immer das Lied gehört von Phantom der Oper. Und da hat er sich dann halt immer sehr beruhigt bei. Und da die Epilepsie ja vom Kopf ausgeht und er das Lied Phantom der Oper gerne gehört hat, ja, kam ich auf den Namen Kopfphantom. Aber nicht eigentlich ursprünglich fürs Zocken oder so, sondern eigentlich, weil ich ein Buch geschrieben habe. Ja, und das Buch habe ich halt Kopfphantom genannt. Und dann habe ich angefangen mit YouTube-Videos und über die Krankheit aufzuklären und habe diesen Kanal auch Kopfphantom genannt. Und dann habe ich angefangen mit Gaming und dann habe ich den Kanal Kopfphantom Gaming genannt. Ja, auf YouTube. Hier ganz normal nur Kopfphantom. So. Die bringen wir mal raus. Das sind leere Flaschen, ja super. Die hauen ja eh alle ab immer. Oh. Guck mal, er schwebt über dem Boden. So. Auf. Komisch. Ich habe kein Futter mehr da drin. Ah, was war denn das nochmal, was ich da reinmachen musste? Was war denn das nochmal? War das richtiges Futter, was ich gekauft habe, oder? Kaffee nicht. War es Haferkörner? Das Stiefelfutter von Pferden. Hühner mögen ihn auch. Grundsätzlich kauft ihn jeder Tierhändler. Gut. Aber was ist mit dem Schwein? Ja, du kriegst gleich was. Wo ist die Lampe? Wie war das denn eigentlich mit den... Ah, er hat schon getrunken, okay. Mit Schale, habt ihr gehört? Crazy, das ist mal eine Sorge für einen Namen. Echt cool, dass du deinen Jungen gehört hast, um die Krankheit aufzuklären. Ja, aber ich habe da auch schon über, weiß ich nicht, anderthalb Jahre, glaube ich, jetzt kein Video mehr hochgeladen. Aber ich habe es wirklich eigentlich wieder vor, aber ich schaffe es halt einfach auch zeitlich gar nicht. Aber ich habe es eigentlich wieder vor, da wieder was hochzuladen.
Zwar nicht mehr so regelmäßig wie vorher, aber doch ein bisschen. Ah, oh, Weasley. Ach nee, ich darf ihn ja nennen, wie ich will. Wiesel, dankeschön für dein Raid und herzlich willkommen, liebe Raiders. Moin, moin, Xenon. Ich grüße dich. Lichtweberin, grüß dich. Hallo. Hallöchen. Gut. Dann können wir eigentlich pennen gehen. Danke, Eggy, fürs SO. Revolt XT, grüß dich. Wie geht's euch? Ich hoffe, alles ist super bei euch. Abend zusammen, haben den Wald überlebt. Ja, ihr habt ja Forest gespielt, ne? Lohnt es sich denn jetzt mittlerweile wieder? Weil wir hatten das auch angespielt gehabt, Forest. Aber wegen Update-technisch haben wir gesagt, wir warten noch ein bisschen. Weil eine richtige Story gibt's ja, gab's ja da noch nicht am Anfang, ne? Okay. Wähle auf der Karte das Gebiet aus, das dich interessiert, wenn du dafür Genehmigungen notwendig sind, kannst du übernehmen. Okay, Bau. Kann ich nicht auswählen. Wähle auf der Karte. Legal durchzuführen. Kann ich die auch illegal durchführen? Das wäre cool. Ah, kleine Story ist jetzt drin. Gibt es jetzt auch schon einen Endboss oder noch nicht? So einen richtigen Endboss? Ein Boss gibt es ja. Weil wir hatten das letzte Mal gespielt, waren wir zu Ende. Wir waren im Fahrstuhl, bupp, zu Ende. So weit bin ich noch nicht. Ach so, okay. Ja, wie hätte das gespielt? Ich war dann irgendwo im Fahrstuhl und dann war ein Helikopter da, bin ich eingestiegen und dann kam der Abspann. Ja. Noch keiner hier, wa? Muss nur kurz warten. YouTube, ich bin sofort zurück. Müssen wir kurz warten, bis die Leute wieder da sind. Mal kurz die Aufnahme pausieren. In den Update-Dateien steht nur ein Bossfight ist aufgenommen und eine neue Höhle. Oh, okay, das hört sich interessant an. Wobei Höhlen gab es ja eigentlich schon relativ viele. Aber ich glaube, wir warten noch ein Update und dann gehen wir erst wieder rein. Ich glaube, eins warten wir noch. Mir wäre es lieber gewesen, es wäre nicht rausgekommen im Early. Mir wäre es lieber gewesen, die hätten dann ruhig noch ein halbes Jahr gewartet, aber dann richtig. Weil so nimmt einen irgendwie das so den Spaß. Man hat sich so mega drauf gefreut und dann... War einfach nicht, war einfach quasi wie im ersten Teil. Und dass die Kettensäge mit Akku ist, das ist auch scheiße. Ja, wo bleiben die denn jetzt? Wann machen die denn ihren Scheißmarkt hier mal auf? Ach so, da sind wir schon da. Wo sind ja. Ach so, ich wollte ja zu dem Bürgermeister. Der ist noch nicht da, natürlich. Der liegt noch mit seinem fetten Bauch in der Koje. Komm raus, du Schwein! Ja, der Vater. Gut, der ist ja mein Onkel, er darf das ja sagen. Ach, schön, Zen. Mann, wo bleibt denn der Bürgermeister? Na komm, wenn wir noch auf den warten müssen, dann gehen wir nochmal Schrott sammeln. Immer wenn ich das Spiel hier spiele, muss ich daran denken, wo ich den Raid bekommen habe, damals mit 86 Zuschauern. Das war sehr wild gewesen. Das war sehr wild. Immer wenn ich das Spiel spiele, muss ich daran denken.
Warum kann ich das nicht aufsammeln hier? Verstehe ich nicht. Morgen Abend. Ne, morgen Abend fühle ich nicht. Morgen und übermorgen nicht. Wahrscheinlich. Aber morgen auf keinen Fall. Und übermorgen wahrscheinlich auch nicht. Aber danach glaube ich, kann ich gar nicht genau sagen. Ich glaube, danach sind es dann 10 Tage am Stück. Ich weiß es nicht ganz genau. Oder nee. Ach, keine Ahnung. Ich bin grau und alt. Achso, sonst hätte ich gesagt, bis morgen. Muss nämlich jetzt ins Bettchen. Morgen früh wieder raus zur Arbeit. Hau dich hin. Ich wünsche dir eine gute Nacht und einen ruhigen Arbeitstag morgen, nach Möglichkeit. Und danke nochmal für deinen Raid. Vielen, vielen Dank. So, Schrott. Marie, ich war gerade noch nicht angefangen, noch Grüße. Ja, ist okay. Wir müssen aber noch ein bisschen was aufheben hier, ne? Okay, na, ja, könnte mehr sein. Was ist jetzt hier mit dem Bürgermeister? Junge, warum ist der nicht da? Kommt der erst um 8? Es ist unglaublich, wie viel davon in einem Menschen steckt. Lehrer kann ich nicht mehr werden. Er hat geschissen gerade. Vors Klo. Ah, da ist er. Um 8 kommt der Bürgermeister, okay. Na, du Sau? Berechtigung, kämpfen, rauchen wir einen, reden wir. Ich habe doch die Aufgabe erfüllt. Ach so, ja, warte mal, siehst du? Stimmt, ich muss ja jetzt zu den Ständen hin, aber wie läuft das? Oh. Kann er mal hier... das Ding aus der Hand nehmen? Danke. Bei dir auch? Ins Gesicht. Da. Und da. Hier noch irgendwo? Da. Hier. Hier. Und da. Sehr gut. Oh, er will den Kampf. Ja, kriegt er gleich. Rauchen, immer rauchen, hey, immer rauchen, wichtig. 400. Oh, für 3000 und den kann ich erst Kisten bauen. Wie frech ist das denn? Und 2000 erst Elektrizität. Boah, Junge. Da müssen wir erst einen Schluck aus dem Brunnen nehmen. Da habt ihr jetzt aber eine hervorragende Lampe da, Freunde. Wie war das nochmal?
Er wehrt sich halt auch einfach nicht. Er hat eine Mistgabel, die können wir verkaufen. Oder eine Heugabel. Die geht anscheinend auch nicht kaputt. Brechstange behalten wir. Wodka auch. Das Brot hauen wir uns gleich rein. Ich bin kein Sadist. Die Heugabe können wir hier verkaufen. Ne? Die Mistgabe. Sehr gut. Ich bräuchte aber noch mal ein bisschen was an. Gut, wir haben hier mit denen ein bisschen Ärger, wa? Man kann sagen, er ist eine Art Holzhänge für Tiere. Es ist zu groß für Hühner und ein bisschen zu klein für Kühe und Pferde. Aber Schweine mögen ihn halt einfach. Okay. Gut. Eine Mischung aus verschiedenen Elementen, die ein Tier essen kann. Es gibt verschiedene Rüberfahrer, was besteht. Man sollte lieber nicht zu genau darüber nachdenken. Okay. Oh, das ist gut. Vater sagt immer... Oh, die kaufen wir mal. Aber Futter brauchen wir ja trotzdem noch. Kühe und Pferde lieben die aus dem Grund. Ich habe es probiert und denke, man sollte es verkaufen oder auf den Kompost tun. Das Pferde, Hühner mögen ihn auch. Grundsätzlich kauft ihn jeder Tierhändler gerne. Müller und Bäcker mögen ihn sehr. Was zu machen. Und sogar einige verzweifelte Tiere damit zu füttern. Man kann es sogar verkaufen. Ich würde noch mal so einen Sack hier kaufen. Kann man die Hühner? Die Hühner kann man glaube ich nicht anleihen, ne? Nee. Aber wir haben doch hier auch irgendwo. Ja, hier. Halt. So, wo haben wir hier jetzt den... Da. Ausbrauch. Ah, Äpfel, Karotten und so. Ah, okay, gut. Machen wir da 19. Nein, wird er jetzt sauber? Nein! Wie schön ist das denn? Und was hat ihr überhaupt für ein Tattoo auf dem Arsch? Oh, Flauschi ist wieder sauber. Oh, Flauschi, du bist so hübsch wieder. Fettheit, 94%, sehr gut. Ich hoffe nicht, dass er stirbt, wenn er... auf 100 ist. Na klar. Gut. Wieder einen Huhn einsammeln hier. Oh, festgebackt. Ah, die sterben halt auch, ne? Irgendwann. Oh, nö! Du
Wo sind die anderen jetzt wieder hin? Ich weiß es manchmal nicht. Ja, die machen das schon. Schön, jetzt können wir auch das Schweinchen endlich putzen. Dagegen geht's ja doch voran jetzt endlich mal. Also hier rein. Flaschen. Futter haben wir hier mit rein. Bitte auch. Die, genau, vier. Nein, Dieter, ich mache da keine Rillen rein. Schön. Jetzt sehe ich das aber. Keine Rillen, Gurke. Oh nee. Oh nee. Ah, okay, er ist voll. Gut, gut, gut. Wie konnte ich das jetzt in den Kompost schmeißen? So. Junge, nicht wie beim Gartensimulator. Hier passt ein bisschen mehr rein. Ich wollte gerade sagen, er hat doch bestimmt auch wieder irgendwo geschissen. So. Mal darüber. Samstag steht bei mir aktuell noch, ja. Bis jetzt ist noch nichts dazwischen gekommen. Was können wir denn hier überhaupt bauen? Ohne eine Genehmigung. Gar nichts anscheinend. Oha. Sowas können wir bauen, ja toll. Oh, da brauchen wir echt noch eine ganze Weile für, ne, bis wir da. Wohl, warte mal, wir könnten auch mal. Mal kurz gucken gehen hier. Können noch hier vorne was verkaufen irgendwo, ne? Hier bei ihm konnten wir das doch verkaufen. Ich glaube, das gab nicht so viel, ne? Mal gucken, nicht, dass die hier kaputt geht. Gucken, wie lange wir da was verkaufen können von. Das war gerade dezent. Ach Gott, 20 kriegen wir dafür nur. Oh, das ist aber nicht viel Geld. Will er nicht mehr haben. Okay. Boah, schwierig. Aber nee, nee, Lampe verkaufen nicht, das ist ja auch doof. Lampe würde ich behalten. Oh.
Ich wusste nicht, dass das geht. Scheiße, jetzt ist der Typ abgehauen. Der kommt wieder gerade. Ich wusste nicht, dass das geht. Ich wusste doch nicht, dass der Hammer umkippt. Oh nee, der Markus ist bestimmt nicht mehr der Typ. Jetzt läuft er wieder weg. Jetzt steht der Penner wieder auf. Ja, richtig. Was willst du noch? Jo, Schnauze hauen. Warte mal. Ich versteck mich mal. Amy. Ich gehe da mal hin. Wenn der jetzt wieder abhaut, habe ich ein Problem. Der haut wieder ab. Der hat Angst vor mir. Ah! Du alter Keck, du! Ah, Scheiße, ich hab's wieder versaut. Das gibt's doch nicht. Ich versau's jedes Mal auf dem Marktplatz. Hab ich was für ihn? Ne. Ne. Okay, lass mal ganz kurz hier gucken. Schweine einreiten. Betrunken zu sein ist hier das kleinste Problem. Schlimmer ist das Reiten, obwohl 10 Sekunden wieder nicht so lang sind und Flauschi oder irgendein anderes Schwein einfach nicht so schnell sein kann, oder? Wir reiten jetzt erstmal Flauschi. Vielleicht beruhigt sich der Typ ja nochmal. Oh, dann muss ich dir wieder Schokolade kaufen. Wenn ich was von denen haben will. Mitkommen, Flauschi, mitkommen. Aufzuführen, gib einen Namen, Mütze absetzen, fahren, tritt, nein. Ich tritt doch nicht mein Schwein, Junge. Was ist denn hier nicht richtig? Juhu! Oh. Hey, Flauschi, ich bin runtergefallen. Wuhu! Flauschi, Junge! Wow, was macht der denn da? Wo wollte er denn gerade hin? Ist er gerade kurz geflogen? Flauschi, jetzt muss ich wegen dir schon wieder saufen. Oh nee, habe ich überhaupt noch was zu ballern? Flauschi wartet da. Ich das Gefühl, er mag, er mochte das nicht. Auf jeden Fall ist die Aufgabe, glaube ich, noch nicht erledigt. Ich glaube, ich kann ihn ja auch nicht lenken. Und es hat ja spitze geklappt. Bier. Ja, weiß ich nicht. Achso, kann ich mich mit Bier so besaufen, dass ich... Mal gucken. Flauschi! Gib her hier. Alles gut. Ich falle immer runter. Flauschi rennt immer gegen Zaun gegen. Ja.
Ah, doch, ich kann ihn schon ein bisschen... Ah, ich kann ihn schon steuern, aber nicht so gut. Ja, das zählt nicht, das ist kein Rodeo. Flausi, hier müssen wir das einfach nochmal versuchen. Hm. 10 Sekunden lang, aber da steht... Weiß ich, oder habe ich das übersehen? Vielleicht stand da irgendwo eine Zeit, ich weiß es nicht. Hier, das... Nehmen wir mal mit hier rüber. Also, Bretter haben wir auf jeden Fall genug, wenn wir was bauen müssen. Viel Spaß bei Hogwarts, Mika. Bitte, bitte. Brecheisen packen wir mal da rein. Oh, das Schwein ist immer noch bei mir fest. Nö, läuft mir aber nicht mehr hinterher. Der mag mich nicht mehr. Flauschi mag mich nicht mehr. Schnappen uns hier mal die Angel. Oh. Gehen wir nochmal zum Markt. Haut der immer noch ab? Nö. Sehr gut. Achso, warte mal. Eier. Ah, ja. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht, Eier, ne? Damit könnten wir eigentlich momentan echt gut Geld machen. Vielleicht. Die will aber auch nicht mehr. Ich muss dir doch aber mehr geben. Ich verstehe es nicht. Okay. J. Okay, das Rodeo klappt nicht so gut. Noch nicht. Besorge dir die benötigten Materialien. Montiere eine Lampe und Anschlüsse in der Küche. Montiere eine Lampe? Mein Vater war schon immer ein Träumer, doch das Leben ließ ihm nur selten Zeit, wenigstens einen Traum zu verwirklichen. Dann kam der Krieg und dann Ende. Er sprach vor allem über Elektrizität und wie sie das Leben auf dem Bauernhof erleichtern könnte. Ich glaube, ich kann diesen väterlichen Traum wahr werden lassen. Der Bürgermeister ließ sich locker und sorgte für den Strom in Zalesi. Man muss nur eine... Ah, okay, ich brauche noch eine Genehmigung dafür, ja. Liefereier, 7 von 19. Ja, ich kann nicht mehr liefern. Von 16, ich kann nicht mehr liefern. Geht gerade auch nicht. Repariere den Traktor. Wir brauchen noch Lenkrad und Vorderrad. Oh, warte mal. Tee und Zucker. 6-mal Tee. Aber ich hatte doch Tee. Die hat keinen Tee für uns. Von einigen Wegen...